Hallöchen und grüß euch, ich bin der Janemann, heute mit dem neuen Video und ich bin gut aufgelegt, denn ihr habt es wahrscheinlich schon längst mitbekommen, es ist das neue Update endlich da. Ich habe es mir direkt runtergeladen und 6 neue Autos konnte ich mir in meine Garage reinstellen, das habe ich natürlich gleich mal getan und ich habe sie verglichen. Sie sind sowas von realistisch, es ist einfach richtig gut, wie diese Autos gelungen sind, meiner Meinung nach. Sie sind aber auch dermaßen teuer, generell ist dieses Update so, ich wollte gerade über- und unnormal gleichzeitig sagen, es ist einfach richtig teuer, Freunde, wollte ich damit sagen. Ich meine, man kann sich überhaupt nicht mehr leisten, muss man sich jetzt etwa Sharkcards kaufen, ist es ein cleverer Schachzug von Rockstar Games? Nein, ich sag nein, Freunde. Geht zum Janemenschen Unlock All. Ab nur 10 Euro könnt ihr unnormal viel Geld auf euren Account bekommen, was ihr euch niemals mit Sharkcards im Wert von 10 Euro erlauben könnt. Wisst ihr, wie ich meine? Steckt nicht Rockstar Games das Geld in den Rachen, steckt es Janemann in den Rachen, euren Janepapa. Und ich meine so, Rockstar Games hat unsere Videos gesperrt, von daher ein Grund mehr, denen kein Geld mehr zu geben. Ihr findet den Link ganz oben in der Videobeschreibung zu der Seite. Definitiv safe und schnell. Sie werden heute unnormal durchziehen, haben sie mir versprochen, denn sie wollen viele Leute noch beglücken, dass ihr möglichst schnell euer Update auskosten könnt und euch alles kaufen könnt. Noch hängen sie etwas hinterher, aber sie werden durchziehen. Wie gesagt, Freunde, den Link ganz oben in der Videobeschreibung. Schaut auf alle Fälle mal vorbei. Top-Angebote da. Aber jetzt geht's auch endlich los mit dem Video. Nehmen wir einfach mal an, ihr hättet jetzt genug Geld. Dann könntet ihr euch dieses neue Auto kaufen. Er hat sowohl eine gepanzerte Version als auch eine normale Version. Vorne ähnelt das Fahrzeug einem Volvo. Ja, jetzt fragt ihr euch, welchen es ist. Dieser neue Volvo SUV, der ist noch gar nicht lange auf dem Markt. Für den hat übrigens auch Avicii Werbung gemacht, wer diesen DJ kennt. Auf alle Fälle richtig lustig. Vorne der Kühlergrill, der springt so direkt ins Auge. Deshalb dachte ich mir direkt, es muss der Volvo sein. Außerdem noch diese LED-Leiste, die oben an den Lampen ist. Beim Volvo ist sie in der Mitte. Und außerdem sehen wir unter dem Kennzeichen diese Erhöhung, diesen Schweller unten, diesen Unterbodenschweller, den man da nochmal sieht. Außerdem Chromverzierungen unten um die Nebelscheinwerfer rum. Hinten ähnelt das Auto dann mehr dem BMW X5, einer neueren Version des BMW X5. Dort sehen wir es ganz charakteristisch, sind diese Blinker, die leicht erhöht sind. Weiter geht es mit dem Grotti Bestia. Man hörte schon, es ist ein Ferrari, denn bisher sind alle Grottis Ferraris und auch dieser ist es. Und zwar ist es ein Nachbau des Ferrari FF. Er hat genau den gleichen Sound wie der Grotti Carbonisare. Keine Ahnung, wie er genau ausgesprochen wird. Also der Italia-Nachbau. Hinten die Lampen, sehr charakteristisch. Das fällt direkt auf und vorne noch viel, viel mehr. Und wenn man jetzt mal darauf achtet, dass das Dach schwarz ist bei diesem Auto. Normalerweise ist es ein Panoramadach im echten Leben. Aber es gibt auch tatsächlich diese Version des Ferrari FF, der oben dann einfach ein schwarzes Dach hat. Auf alle Fälle sehr, sehr cool. Dieses Auto ist verdammt realistisch. Auch vom Sound her. Typisch Ferrari. Ja, was soll ich sagen? Es geht weiter mit dem FJM vorne. Kann ich mir überhaupt keinen Reim drauf bilden, was das für ein Auto sein soll. Also von vorne wüsste ich es überhaupt nicht, was das für ein Auto im Real Life sein kann. Vielleicht wisst ihr es ja, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Aber von den Spiegeln her, die so weit abstehen und wenn man das Auto hinten sieht, ähnelt es sehr dem Ferrari LaFerrari. Ein besonderer Ferrari, der unnormal teuer ist in echt und richtig schnell fahren kann. Aber diese Luftdurchlässe, die wir da sehen am Hinterreifen, ne, die hat auch der LaFerrari nicht, das weiß ich nicht. Dieses Auto hat einfach so viele Ecken an sich, was ich überhaupt nicht identifizieren kann mit irgendeinem Auto aus dem Real Life. Wie gesagt, da müsst ihr mir unbedingt weiterhelfen. Viel einfacher ist es dann mit diesem Auto im Hintergrund. Was ihr dort seht, das ist der Lamborghini Huracan-Verschnitt. Falls ich den Namen des Autos falsch ausgesprochen habe, tut es mir leid. Dafür möchte ich mich schon mal im Voraus entschuldigen. Vorne sieht er einfach genauso aus wie das Original. Die Lampen, die LED-Leiste, das ist einfach verblüffend, wie gut dieses Auto gelungen ist. An der Seite sowieso, da kann man nicht viel falsch machen und hinten nochmal die Lampen. Mann, das ist fast original 1:1 umgesetzt worden. Sowas von realistisch. Das ist meiner Meinung nach eines der realistischsten Autos. Man sieht es auch nochmal an den fetten Auspuffen. Es sieht einfach fast original aus. 1:1. Dieses Auto ist verdammt nah an dem Original umgesetzt worden. Weiter geht es dann mit einem richtig luxuriösen Auto. Wobei, eigentlich sind ja alle richtig luxuriös, so unnormal teuer wie sie sind. Aber dieser ist es auch im Real Life. Er ist es bekannt als ein Flaggschiff der deutschen Straße, möchte ich einfach mal so behaupten. Und zwar ist es ein Rolls-Royce im echten Leben. Genauer, ein Rolls-Royce Swan. An den Lampen erkennt man das und an dem großen Kühlergrill und einer Kühlergrillfigur. Und dann ist es natürlich ein Cabrio wie der Rolls-Royce Swan auch. Hinten allerdings sieht er überhaupt nicht mehr so wie der Rolls-Royce Swan aus. Da kann ich überhaupt keinen Reim drauf bilden, was das hinten vielleicht sein könnte für ein Auto. Und weiter geht es mit dem Offroad-Van. Der ähnelt sehr stark der Marke GMC. In Amerika ist sie sehr bekannt und beliebt und dort gibt es auch diesen Wagen. Genauso nahezu. Hier sehen wir es auch nochmal mit der Leiter und der hat oben auch diesen Aufbau. Das ist halt die Offroad-Version des Vans. Normal sieht er so aus von GMC. Wie gesagt, dort gibt es mehrere Vans schon in GTA 5, die rumfahren und in GTA 4 gab es auch einen Van von den Bikern. Wer sich daran noch erinnern kann, der war schwarz und rot. Der war auch ebenfalls von GMC. Also GMC-Vans sind sehr, sehr stark verbreitet
in GTA 5. Das war's jetzt auch schon mit den Autos im Real Life. So sehen sie aus. Auf alle Fälle denke ich mal, dass euch aufgefallen ist, dass sie sehr, sehr realistisch aussehen teilweise. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht identifizieren mit euren Autos. Jetzt wüsstet ihr, ha, in echt hätte ich also Lamborghini, Mann, ich bin so ein toller Typ. Dann könnt ihr euch richtig toll fühlen. Und falls ihr euch die Autos nicht leisten könnt, wisst ihr, was zu tun ist. Bei mir einen Menschen an Lokal einfach mal vorbeischauen. Ha? Das war's ansonsten jetzt von meiner Seite. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Und abonniert, um gar nichts mehr zu verpassen vom Crazy Janne Mann. Und werdet auch ihren Janne kennen somit. Dann hoffe ich, dass wir uns automatisch im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Janne Mann.